Schlecht lesbares Zeugs. Our Airline? Okay. Meilensteine der Naturwissenschaft. Und Technik. Die Zeitmaschine. Dinge, die nicht funktionieren. Die Geschichte vom Kämpfer Teddy und seinem Kumpan. Das muss ich nicht lesen, das kann ich auswendig. Okay, und wo kriege ich dann dieses eine Buch da? Hey, komm her! Was ist los? Ich möchte auf eine höhere Ebene. Reden Sie doch mit dem netten Herrn in der Eingangshalle. Okay, dann frage ich mal den netten Herrn in der Eingangshalle. Hallo, netter Herr in der Eingangshalle. Ach ja, früher und später kommen Sie alle wieder und wollen auf die zweite Ebene. Aber natürlich können wir nicht jedem Tölpel Zugang lassen. Jedem Tölpel wollen Sie etwa anders deuten? Ja, ich sehe doch für einen Ehrenmann halte hier einmal ein Angebot. Ich lasse Sie für eine kleine Gefälligkeit auf die nächste Ebene. Gut, lassen Sie hören. Nun, es geht um ein Buch über Marmeladenwaffen, welches ich vor langer Zeit einmal gelesen hatte. Leider hatte ich nicht die Zeit, es zu beenden, aber dies würde ich auch gerne nachholen. Es war ein wirklich interessantes, informatives, schönes Buch. Allein der Abschnitt über die Anti-Marmeladenwerfer und dann strotzte es nur so vor sachdienlichen Details über die Gewinnung von Kampfmarmelade. Ja. Finde ich das Buch. Naja, ein Exemplar befindet sich auf jeden Fall im Marmeladenmuseum. Das habe ich es ja selbst angelesen. Und irgendwo hier in der Bibliothek wird auch eins sein. Aber ehrlich gesagt, wer hat denn Lust, hier alles zu durchsuchen? Naja, diese Wahl überlasse ich Ihnen. Gibt es hier einen kleinen Katalog, in dem alle Bücher mit Fundorten aufgelistet sind? Wenn ich den gebe, dann würde ich ja wohl selbst dort nachsuchen. Okay, das heißt, wir müssen ja jetzt das Buch über die Marmelade finden. Darf ich jetzt etwa wieder durch sämtliche Regale stöbern? Ernsthaft? Sowas könnte ich nicht durchlesen. Menschen und Mächte. Oh Gott. Es ist also bla. Hinter Metallgittern, der Chemielehrerknast. Okay. Ich möchte mir den ganzen Kram nicht alles durchlesen. Nein. Ah, da haben wir das Buch. Oh. Geben Sie das Buch her. Wieso? Dieses Buch hetzt die Menschen gegen unsere freie Marktwirtschaft auf. Es wird in Brand gesetzt. Einfach so. Das Buch über Kommunismus von Marx. Naja, jetzt ist es weg. Was haben Sie in diesem Buch gelesen? Nur Schutt. Dieses Buch ist ein Verbrechen gegen die Freiheit des Menschen. Der Autor gehört hinter Gitter gesperrt. Das ist er bereits, mein Freund. Ich hab's gar nicht gelesen, also von dem her. Wie gesagt, eine gesunde Mischung zwischen Kapitalismus und ja. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Es gibt immer eine gesunde Mischung von allem. Ich brauche aber ein bestimmtes Buch. Wo ist das Marmeladenbuch? Das ist von der Erde zum Mond von Jules Verne, das gesamte Buch. Also, das ist sehr interessant. Sinn im Leben finden, ja, haben wir schon gesehen. Vom Sonnenwinde verweht. Tagebuch eines Physikers. Naja, gut, das wird uns auch nicht viel nützen. So in diesem Fass ist. Es ist Tinte. Yay. Ein Tintenfass, ein riesengroßes Tintenfass. Ich möchte mal reinhüpfen.
einmal schwärzer sein als der schwärzeste Humor auf der Welt. Bla, Vollkornbrot. Mäh, bla, Schleime. Ach du Scheiße, ein Buch von Dieter Bohlen. Nein, das will ich nicht lesen, das kann doch schlecht sein. Das Ziegenproblem. Alles über Orks. Nein, ich will es nicht nochmal. Rainer und Sinn, Überlebensführer. Buchstabengewirr. Marmwaffen, genau das brauchen wir doch. Hey, es ist das Buch über Marmwaffen, welches der nette Herr sucht. Stecke mal ein Exemplar ein. Und dann geben wir es dem guten, netten, alten Herrn. So, hier haben sie ihr Buch. Ja, mein Buch gefunden. Ja, war ein ganz schöner Krampf, aber hier ist es. Vorzüglich, ja, das ist es. Wundervoll, ich muss gleich heute Abend darin lesen. Also gut, damit haben sie jetzt offiziell Zugang zur zweiten Ebene. Juhu! Aushilfsheld, erledige 5 Quests. Und sollte ihnen das noch nicht reichen? Sie wissen ja, wo sie mich finden. Ja, das tue ich. Durchaus. Also, auf zur zweiten Ebene. Wenn ich da das Buch nicht finde, was ich brauche, dann weiß ich auch nicht. Okay. Wo zum Henker bin ich jetzt? Nein. Und Narchenfalter. Das fliegende Spaghetti-Monster. Die Welt wurde vom nicht nachweisbaren fliegenden Spaghetti-Monster erschaffen. Alle Hinweise auf eine Evolution wurden von eben diesem bewusst gestreut, um die Menschen zu verwirren. Bobby Henderson ist der Prophet unserer Religion. Das fliegende Spaghetti-Monster verlangt das Tragen von Pirateninsignien, Full Pirate Regalia. Einzige Ursache für die globale Erwärmung, Orkane und alle anderen Naturkatastrophen ist die sinkende Zahl von Piraten seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Dies gilt unter Pastafaris als empirisch bewiesen. Siehe auch cum hoc ergo propter hoc. Okay. In diesem Zusammenhang wurde auch der mehrdeutige englische Ausdruck Pirates are cool bekannt. Cool kann in diesem Falle sowohl als abgefahren als auch als kühl verstanden werden. 2008 interpretierte Henderson die wachsende Piratenaktivität am Golf von Aden als einen weiteren empirischen Beweis für die Richtigkeit des Erderwärmungsdogmas, denn dem sei festzustellen, dass Somalia weltweit die höchste Piratendichte und gleichzeitig die niedrigste CO2-Emission aufweise. Gebete beenden die Anhänger von mit dem Wort Ramen. Die Bezeichnung für eine japanische Nudelsuppe. Ja, ich mag Ramen. Das musste ich jetzt einfach vorlesen, einfach weil es so lustig ist. Also, das ganze Gewirr um die Pastafaris und so. Ich denke da nur an den einen Österreicher. Es könnte auch ein Schweizer gewesen sein, der sich hat mit einem Nudelsieb auf dem Kopf fotografieren lassen für ein Passfoto, weil es die religiöse Kopfbedeckung der Pastafaris ist. Ich find's einfach nur so geil. Aber da sieht man mal, was alles so durchkommt, wenn man sagt, es ist im Namen der Religion. Echt nicht schlecht. Uninteressant. Biografie von Dieter Unkerfänger. Okay. Matrix. Okay. Ich will nicht das alles lesen. Zumindest gerade im Moment nicht. Vielleicht ein andermal. Teleporter. Göffel. Don's Adventures Teil 1. Oh! Oh! Okay. Können wir uns vielleicht ein andermal... Moment, hat das Ilmik geschrieben? Ilmik hat das geschrieben. Energiedefinition in der Geschichte. Moderne Geschichte. Irgendwas mit Tentakeln. Hoffentlich kein Tentakelborn. Mächtige Zaubersprüche. Der Unbesiegbarkeitszauber. Uninteressant. Papa. Unaussprechliche Dinge.
Appa irgendwas. Könnte irgendwie ein Voodoo-Priester sein. Moderne Geschichte Band 2. Ich habe keine Ahnung. Mein Kumpel aus Bhutan. Na, das haben wir ja schon gelesen. Meilensteine der RPG-Maker-Geschichte. Kampf gegen die Zeit. Autor Dastul. Erschien 2010. Aha! Aha, Dul! Was sehe ich denn da? Meilensteine der RPG-Geschichte. Also, so hoch wollen wir die mal nicht loben. Gasturbinen-Lokomotiven der Union Pacific Railroad. Nein. Ich suche ein anderes Buch. Skurrilsten Schacheröffnungen mit Tiernamen. Nein, danke. Ich habe kein Interesse in Schach. Ko Django, der beste Comic aller Zeiten. Okay. Vielleicht ein andermal. Okay, hier finden wir zumindest schon mal das Buch nicht, was wir suchen. Blätter einfach nur durch. Sie wissen ja schon, wie das hier läuft. Wenn Sie auf die höhere Ebene wollen, bla bla bla. Warum? Warum sehen hier eigentlich alle Angestellten aus wie Sie? Was meinen Sie mit alle Angestellten? Es gibt nur mich. Und eine Handvoll Geheimgänge sowie eine gute athletische Verfassung. Ah, okay. Vielleicht sollten wir selber mal so einen Geheimgang finden. Na gut, dann werden wir erstmal den netten alten Herrn besuchen. Vielleicht hilft er uns auf Ebene 3 zu gelangen. Namen der Herr. Ja, ja, ich weiß, warum Sie hier sind. Zweite Ebene war Ihnen wohl noch nicht genug Literatur. Eigentlich war es meine ganze Menge Unsinn, aber Sie haben einfach meine Neugierde geweckt. Also liegt wohl auf der... Was liegt wohl auf der obersten Ebene? Oh, 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 über die vierte Ebene wollen wir gar nicht reden, bevor Sie nicht die dritte erreicht haben. Diesmal habe ich etwas spannenderen Auftrag für Sie. Sie sollen versuchen, einen wilden Grünschleim zu zähmen. Bitte, diese Tiere gelten als nicht domestizierbar. Selbst die Monsterfans aus Ost-Erztown mussten ihre Grünschleime einpferchen. Tja, ich sagte ja auch nicht, dass es einfach wird. Aber wie es der Zufall so will, gibt es hier in der Bibliothek ein Buch genau zu diesem Thema. Von renommierten Monsterzähmer B.R. Grylls. Bear Grylls. Better drink my own piss, was? Es müsste irgendwo auf der ersten Ebene stehen. Moment, jetzt wo Sie es sagen, ich kenne dieses Buch auch. Eluel hat es mir mal vor langer Zeit zum Geburtstag geschenkt. Müsste eigentlich noch bei mir zu Hause rumfliegen. Wie gesagt, das Buch ist auch irgendwo hier. Aber wie Sie an, das Buch kommen, ist wie auch schon bei der letzten Mission völlig egal. Sobald Sie sich in die Kunst des Grünscheiben-Zähmen ausgebildet haben, können Sie sich an einem der Exemplare in Elstown versuchen, aber seien Sie vorsichtig. Und dann soll ich Ihnen dann den Grünschleim hier vor die Tür setzen? Oh nein, das wäre auch Diebstahl. Ich will nur von Ihnen hören, ob es tatsächlich funktioniert. Ah ja, fast vergessen. Nehmen Sie noch das hier. Habe ich letztens günstig auf dem Markt erstanden. Monsterfutter. Okay. Nehme 10 Quests an. Wir haben wirklich schon 10 Quests angenommen, nicht schlecht. Da ich zu faul bin, das Buch in der Bibliothek zu suchen, werde ich einfach jetzt nach Hause gehen, schnell das Buch lesen. Und dann, wo ist denn das Bücherregal? Das war doch hier irgendwo. Dieser Schrank ist ein Geschenk des ehemaligen Bürgermeisters von Flammaria. Unglaublich, dass er alles kann. Alles über Orks. Die letzte Schlacht der Elfen. Oh Gott, nein. Die letzte Schlacht der Elfen. 7. Es ist ein für mich kryptisches Buch, weil es in der Sprache der Elfen geschrieben wurde. Es gehört Eluel. Farodin und weiter geht's. Das Einzige, was mir dazu einfällt, weil er genauso aussieht wie Farodin, weil es genau dasselbe Set ist. Die Geschichte vom Kämpfer Teddy und seinen Kumpanen. Das ist das besagte Buch über Grünschleimzähmung. Sollte mir den Ablauf gut einprägen. Okay. Also.
wie man einen Grünschleim zähmt. Vorher erstmal einen Schluck trinken. Futter besorgen und auslegen. Auf keinen Fall das Futter dem Schleim zuwerfen oder vor die Füße legen, da der Grünschleim es dann aufgrund seines ausgeprägten Jagdinstinktes nicht annimmt. Zweimal vor dem Grünschleim in die Luft springen. In der Zeichensprache der Grünschleime symbolisiert das dieses große Zuneigung. Es wird dringend davon abgeraten, dreimal zu springen. Muss ich mir das jetzt wirklich aufschreiben? Ich glaube, ich mache das mal lieber. Also. Ey, wehe, das wird dann jetzt automatisch gemacht. Ich schreibe mir das jetzt nämlich tatsächlich auf. Also erstens, Köder auslegen. Zweitens, zweimal hüpfen. Ich werde das jetzt tatsächlich hier aufschreiben. So, drittens, behutsam den Nacken des Grünschleims streicheln und beruhigend auf ihn einreden. Wo ist denn bitteschön der Nacken bei dem Viech? Also, drittens, Nacken streicheln. So, den man erst suchen muss. Okay, ansonsten muss man sich nicht sehr viel merken. Gut, dann wollen wir mal. Weh, der macht das jetzt aus dem automatischen, dann wäre ich sauer. Wäre ich richtig sauer. Das wäre nämlich nicht sehr spaßig. Ich habe mir das jetzt alles aufgeschrieben. Das muss jetzt richtig sein. So, und wenn wir dann den Grünschleim... Das ist der Grünschleim, ach du heilige Hunde Kacke. Ja gut, dann müssen wir erstmal dahinter latschen. Da wollte ich gar nicht rein. So, da wollte ich rein. Gut. Ah! Wo komme ich denn jetzt zu dem Grünschleim hin? Okay, ein prächtiger Grünschleim. Was nun? Etwas entfernt auslegen. Gut. Das hat schon mal funktioniert. Er ist angelockt. Und jetzt? Hochspringen. Und nochmal hochspringen. Und dann Nacken kraulen. Hab bis jetzt richtig gemacht. Was? Der sieht ganz schön aggressiv aus. Dabei habe ich doch alle Schritte in der Anleitung befolgt. Oh Gott, jetzt greift er mich an. Au, er hat mich gebissen. So viel also zu dem Thema Grünschleim erzählen. Diese Anleitung war der reinste Humbug. Ich sollte dem netten Herrn aus der Bibliothek meine Ergebnisse mitteilen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, denn unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Und dann beim nächsten Mal werden wir unser Ergebnis dem netten Herrn mitteilen. Und, ja, dann werden wir noch ein paar weitere Nebenquests machen, würde ich mal sagen. Also, bis dahin, viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht und tschüdelüüü.